In Stade wurden vor kurzem zwei Rinder mutmaßlich von einem Wolf oder mehreren Wölfen gerissen. Dazu habe ich mich heute mit Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer unterhalten. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ob dieses Verhalten von Wölfen nicht eigentlich ungewöhnlich ist. Denn dass Schafe gerissen werden, das kennt man ja. Davon gab es ja auch gerade vor kurzem wieder mehrere Fälle. Aber dass Wölfe Rinder angreifen, das ist dann doch eher ungewöhnlich, oder? Also Rinder und Pferde ist ganz selten. Das meiste, was wir an Nutztierrissen haben, sind Schafe, vor allem ungeschützte Schafe. Deshalb ist der Herdenschutz auch so wichtig. Und nun ist es ja so, dass diese verendeten Rinder dort eben gefunden wurden. Sie wurden eben getötet, aber liegen gelassen. Also sollte es ein Wolf gewesen sein, dann hat er seine Beute nicht vor Ort komplett verzehrt oder etwa mitgenommen, sondern getötet und liegen gelassen. Warum tut er das? Es sind ja eben Nutztiere, die sozusagen da auch jetzt dann nicht in dem Sinne dann fliehen. Und der Wolf verhält sich so ähnlich wie so ein Fuchs im Hühnerstall, dass er erstmal seine Beute tötet, um dann sozusagen mit dem Rudel zu kommen. Und dann wird er wahrscheinlich ja gestört. Und deshalb müssen wir alles tun, um solche Nutztierrisse ja weniger werden zu lassen. Und deshalb ist zum Beispiel der Einsatz von Herdenschutzhunden in solchen Fällen sehr, sehr wichtig. Und ich habe gesagt, mutmaßlich und wahrscheinlich war es ein Wolf, aber das ist eben noch nicht hundertprozentig sicher. Das muss jetzt nachgewiesen werden. Wie genau läuft sowas ab? Also da werden jetzt Proben genommen und dann wird ein DNA-Test ausgewertet oder wie darf ich mir das vorstellen? Genau, man nimmt dann Proben, wenn es möglich ist, an den getöteten, verletzten Tieren. Man braucht ja so eine Art Speichelreste und die schicken wir dann als eilbedürftige Probe an das Bundesinstitut. Und das wird dann nachgewiesen, ob man einen Wolf entdeckt oder ob man, und vor allem, wenn man einen Wolf hat, ob dieser Wolf schon mal woanders auffällig war. Weil nach der Rechtslage muss eben ein Wolf mehrfach auffällig gewesen sein, damit er dann als Problemwolf entnommen werden kann. Und im Fall Stade hatten wir eben einen Wolf dann auch entdeckt. Man hat an zwei Proben einen männlichen Rüden entdeckt, der aber bislang in keiner Kartei war und der auch keinem Rudel zugeordnet werden konnte. Was natürlich dann eine Herausforderung ist. Aber wir haben auch manchmal die Fälle, dass wir, obwohl vor Ort Wolf behauptet wurde, am Ende es ein Hund war. Zum Beispiel in der Region Hannover hatten wir jetzt gerade einen Angriff auf ein Pferd, das von einem Hund ausgeführt wurde. Warum ist denn der Wolf oder sind Wölfe überhaupt in dieser Region unterwegs? Warum haben sie sich dort angesiedelt? Wir haben mittlerweile, er ist ja gekommen aus Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wir haben ungefähr 40, über 40 Wolfsrudel mittlerweile in Niedersachsen. Und die breiten sich natürlich ein Stück weit immer weiter aus. Hauptnahrung ist natürlich normales Wild. 99% der Nahrung ist Wild. Aber da, wo er in Regionen kommt, wo bislang wenig Schutz ist, da geht er dann eben auch auf Nutztiere. Und deshalb ist es so wichtig, gerade bei Schafen, Herdenschutzzäune und auch Herdenschutzhunde, die wir als Land massiv fördern, dass man die dann auch hält, damit der Wolf auch lernt, dass es nicht einfach ist, an ungeschützte Schafe zum Beispiel heranzukommen. Ja, jetzt haben Sie die Schutzmaßnahmen angesprochen. Ein Schritt weiter wäre dann natürlich der Abschuss von einem Wolf. Umweltministerin Steffi Lemke, die hatte ja angekündigt, diesen Abschuss von Wölfen zu vereinfachen. Aber damit das überhaupt möglich ist, muss ja erstmal nachgewiesen werden, dass ein Wolf eben dort unterwegs ist, der dann wirklich Tiere angegriffen hat und angreift. Landwirte und Jäger, die fordern, diese Abschussmaßnahmen noch einmal weiter zu vereinfachen. Haben Sie Verständnis für diese Forderung? Deshalb setzen wir uns als Land eben auch davon ein, dass man da, wo man viele Nutztierschäden hat, trotz gutem Herdenschutz, dass man dort dann auch schneller eingreifen kann. Nach der jetzigen Rechtslage ist es eben nur möglich, wenn man ein konkretes Tier mehrfach identifiziert hat. Das dauert erstens länger, weil man die DNA-Proben abwarten muss. Man muss das dann mehrfach haben. Man muss einen Rudel konkret zuordnen nach der Rechtsprechung. Und das wird gerade bei zunehmenden Wölfen immer schwieriger, dann auch einen konkreten Wolf dann auch zu entnehmen. Weil man kann in der Landschaft jetzt nicht erkennen, welchen genetischen Code er hat. Und deshalb ist es aus unserer Sicht sinnvoll, dass man schneller regional differenziert bei hohen Schäden auch handeln kann. Dazu muss aber die EU und der Bund uns die Möglichkeiten geben, was wir seit Wochen vehement einfordern. Jetzt ist schon das eine oder andere Mal das Wort Problemwolf gefallen. Vielleicht können wir diesen Begriff noch einmal ganz klar definieren. Welche Kriterien müssen da erfüllt sein? Wann sprechen wir denn wirklich von einem Problemwolf? Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg muss es sein, mehrfach. Muss man, weil, und es müssen Schäden von einem konkret zugeordneten Tier vorhanden sein. Das heißt, ein
Wolf, der, wo eine rechtskräftige Entnahmegenehmigung erteilt wird, muss mehrfach bei Nutztierrissen sein und es müssen geschützte Tiere sein. Also er muss einen Zaun zum Beispiel überwunden haben. Also wenn ein Wolf ein ungeschütztes Schaf reißt, reicht das nach der Rechtslage nicht aus, weil das ist dann kein Problemwolf, sondern das normales Verhalten eines Wolfes. Sondern wenn sich Wölfe gezielt auf geschützte Tiere spezialisieren, dann besteht die Möglichkeit der Entnahme, was wir in Niedersachsen ja auch schon 6-mal gemacht haben. Ja, und nun haben vielleicht auch Menschen Angst in der Region. Wenn ich jetzt im ländlichen Gebiet joggen gehe oder spazieren gehe, laufe ich denn als Mensch auch Gefahr? Also könnte es passieren, dass mich ein Wolf angreift? Nach allen Erkenntnissen, die wir haben, ist der Mensch eben kein Beutespektrum. Und deshalb ist es auch so, dass wir in Deutschland ja bislang keinen einzigen Fall hatten, wo Menschen sozusagen gebissen oder in Gefahr geraten worden. Anders als bei vielen wilden Hunden, die wir im Jahr ja haben, wo wir viele, viele Fälle von Verletzungen von Kindern und Menschen und auch tödliche Unfälle haben, ist es so, man kann es nicht ausschließen, aber der Wolf ist sozusagen nicht eine Gefahr für den Menschen, was das angeht, sondern er reißt Nutztiere zur Nahrungsaufnahme und daran müssen wir ihn sozusagen hindern, indem wir den Herdenschutz verbessern, weil der Wolf wird in Deutschland bleiben, er ist streng geschützt. Aber wir müssen auch die Möglichkeit haben, da wo der Wolf eben ja mehrfach massive Nutztierschäden macht, dass wir dann die Möglichkeit haben, Wölfe in diesen Bereichen auch zu entnehmen, also zu töten. Die Jägerschaft im Landkreis Stade, die hat Sie jetzt ja aufgefordert, sich vor Ort ein Bild zu machen und ins Gespräch zu kommen. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Waren Sie schon dort oder wann fahren Sie hin? Ich werde morgen am Freitag in Stade sein, weil ich vorher beim Havariekommando in Cuxhaven sowieso bin. Ich bin sowieso in der Region und von daher werde ich natürlich jetzt auch mich vor Ort mit den Landwirten sprechen. Ich bin aber auch ständig da. Ich war vor wenigen Wochen in Cuxhaven bei Deichschäfern, die dort am Deich, wo es viel deutlich schwieriger ist, die Tiere zu schützen, aber eben dort auch Herdenschutzmaßnahmen betrauen. Ich bin ständig da im Kontakt mit unseren Weidetierhaltern, weil die Weidetierhalter ist ganz, ganz wichtig für den Naturschutz, für die Deiche, für den Küstenschutz, dass wir die halten. Und deshalb müssen wir das auch fördern. Wir haben als Land die Förderung für den Herdenschutz vor dem Wolf. Also weil wenn Landwirte Förderung für Zäune und Hunde kriegen, dies ja alleine nochmal verdoppelt. Und das wird auch weiter nötig sein, dass wir die Landwirte dort nicht allein lassen beim Schutz vor dem Wolf. Ja, soweit also Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer. Morgen fährt er nach Stade, um sich selbst ein Bild vor Ort zu machen. Und währenddessen werden eben diese angesprochenen DNA-Tests ausgewertet. Und erst dann kann man mit Sicherheit sagen, ja, das war ein Wolf. Uns interessiert eure Meinung zu diesem und weiteren Themen. Kommentiert gerne eure Meinung unter dieses Video und abonniert natürlich gerne unseren Hamburg 1 YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.